Markus Kapitel 3 beginnt wieder mit zwei Heilungsgeschichten, bei der Jesus seinen Zuhörern, vor allem den Pharisäern und Schriftgelehrten, auch etwas erklärt. Und diese beiden Geschichten zeige ich euch jetzt hintereinander als Bibelcartoon. Jesus war in einer Synagoge, das ist so etwas wie heute eine Kirche. Es war gerade Samstag oder auch Sabbat, der wöchentliche Feiertag des jüdischen Volkes, an dem keiner arbeitet und die Leute sich stattdessen versammeln, um von Gott zu hören. Dort waren einige Leute, die Jesus nicht mochten und ihn gerne angeklagt hätten. Sie brachten einen Mann zu Jesus, der eine zerschrumpelte Hand hatte. Dann fragten sie Jesus: Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Jesus wusste, dass sie ihn anklagen wollten, wenn er dem Menschen half, weil es verboten war, am Sabbat zu arbeiten. Er fragte sie: Was ist, wenn du ein Schaf hast und es am Sabbat in eine Grube fällt? Lässt du es dann bis zum nächsten Tag dort unten? Nein, du holst es raus, obwohl es Arbeit ist und verboten wäre. Dieser Mensch ist viel mehr wert als jedes Schaf. Dann drehte er sich zu dem Mann um und sagte ihm: Streck deine Hand aus. Da wurde die Hand geheilt. Die Menschen, die Jesus anklagen wollten, waren so wütend, dass sie planten, Jesus umzubringen. In der nächsten Geschichte beruft Jesus 12 seiner Jünger oder seine Nachfolger zu Aposteln, die dann eine wichtigere Rolle als die anderen hatten. Und diese Geschichte zeige ich euch als Bibelcartoon. Viel Spaß dabei. Eines Tages ging Jesus eine Weile auf einen Berg, um mit Gott zu reden. Als er wiederkam, wählte er 12 seiner Freunde. Er nannte sie Apostel, was so etwas wie Botschafter bedeutet. Es waren Simon Petrus und sein Bruder Andreas, Jakobus und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und der Steuereintreiber Matthäus, Jakobus und Thaddäus, der Freiheitskämpfer Simon und Judas Iskariot. Als Abschluss von Markus 3 werden ein paar Auseinandersetzungen zwischen Pharisäern, Schriftgelehrten und Jesus erklärt, wo sie ihm Fragen stellen und ihn herausfordern, und auch eine Begegnung mit seiner Familie, mit seiner Mutter und seinen Geschwistern. Und diese Geschichten zeige ich euch jetzt wieder als Bibelcartoon. Jesus befreite häufig Menschen von bösen Geistern. Einige Leute beschuldigten ihn deshalb: Du kannst diese Geister nur vertreiben, weil du selbst einen viel stärkeren bösen Geist in dir hast, dem sie gehorchen müssen. Wenn böse Geister andere böse Geister vertreiben würden, was würde ihnen das denn nützen? Es ist so, als ob die Oberhäupter eines Staates sich gegenseitig bekämpfen. Das kann nicht lange gut gehen. Irgendwann müssen sie gemeinsam arbeiten oder ihr ganzes Land wird nicht funktionieren und irgendwann zugrunde gehen. Nein. Nur Gott selbst hat die Macht, diese Geister zu vertreiben, und von ihm habe ich diese Kraft. Eines Tages, als Jesus den Menschen gerade etwas von Gott erzählte, kam seine Mutter und seine Brüder zu ihm und warteten vor dem Haus, in dem er war. Sie hatten davon gehört, was er tat, und dachten, er sei verrückt geworden. Sie wollten ihn davon abhalten, weiterzumachen. Einer von Jesu Freunden, den Jüngern, sagte dies Jesus. Jesus fragte nur: Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Sind es nicht die Menschen, die auf Gott hören und das tun, was er ihm sagt? Ihr seid meine Familie, alle, die sich auf Gott verlassen.